Nein, ich wollte eigentlich zur Karte, um zu gucken, was wir jetzt machen müssen. Also, wir hatten einmal die oberen Quests wieder aktiviert. Das wäre nämlich dann einmal zu Mr. Mackey gehen, der nämlich gesagt hat, es war jetzt doch nicht so einfach mit deiner Festlegung des Geschlechts. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Dann müssen wir zu Craig. Was hat Craig nochmal für ein Problem gehabt? Microaggression Academy, go to Crunchy's Microbrew. Ah, da weiß ich gar nicht mehr, was da jetzt der Auslöser war. Auf jeden Fall will die Polizei nochmal, dass wir einen weiteren Fall lösen. Und zwar zu Kingpins Haus, was sich herausgestellt hat, dass das Tokens Elternhaus ist. Also wahrscheinlich wieder eine Verwechslung, beziehungsweise eine aufgrund der Hautfarbe rassistisch verdächtiger Auftrag. Hallo, Ann! Gezockt. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Mr. Mankey. Herr Krabbe hört sogar zweimal. Ja. Moderator Krabbe. Ah, ich bin leider noch etwas verschnupft, deswegen entschuldige ich mich auch für die ein oder andere Nasaligkeit heute im Stream. So, die Frage ist, machen wir jetzt, wir haben noch ein paar Nebenquests. Die laufen aber, glaube ich, genau. Das waren zwei Sammelquests, drei Sammelquests quasi. Die laufen so nebenbei. Und die hier machen wir noch nicht, weil die ist erst für Advanced Level. Deswegen können wir jetzt entspannt mit der Hauptquest weitermachen. Und ich hatte mir das hier schon markiert, von daher gehe ich mal davon aus, dass Vergangenheits-Anki wollte, dass wir das hier zuerst machen. Ja, dann machen wir das und gehen danach in die Schule. Fragt sich, wie lange Ahn das Meme durchziehen wird. Ja, für immer. Und so werden wir uns auf ewig begrüßen. Haben wir die neu? Sieht ja richtig crazy aus. Aber vielleicht ein bisschen too much, oder? Upsala. Wir waren lange nicht mehr im Haare-Menü. Fällt mir gerade auf. Aber es ist natürlich eine komplette Typveränderung hier. Alles klar, Nushi. Bis später. Ja, Moderator Krabbe. Ach so, du meintest das mit dem Moderator-Ding. Ich dachte, du meintest das, die langgezogene Begrüßung. Buddy, quite a night, huh? Probably best if you don't get too attached to this town. Muss allen einen Timeout dafür geben, damit er im Teufelskreis gefangen ist. Oha. Aber würde das den Teufelskreis nicht aufbrechen, wenn du ihn dann wirklich timeoutest? Ja, wir sprechen, glaube ich, gerade alle aneinander vorbei, aber ist schon in Ordnung. ich muss mal kurz gucken, wie ich laufen muss. Ich glaube, noch eine weiter und dann ganz nach hinten. Ja, das ist klar. Wir gucken, dass wir zwischendrin nicht in irgendwelche Sechsklässler reinlaufen. An der Lava konnten wir noch nicht vorbei. Was war das hier noch? So, das war ganz am Anfang, glaube ich. Das haben wir aber scheinbar schon gemacht. Timeout, wenn er mich grüßt oder wenn er mich nicht grüßt. Ach so. Damit er nachher nicht mehr weiß, was er überhaupt machen muss. She needs to be more assertive. Yeah, but not too assertive, or her snowboss will think she's a snow bitch. Dabei habe ich nur für dich getimeoutet. Vielen Dank. So.
You'll find a person inside who can assist you with race. Good luck. Super Craig, out. With race? And now you got a problem with me. Oh, wow. I'm not just gonna sit here and do nothing while you insult this man's ethnicity. I wasn't insulting him. Excuse me. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Paolo, you look tired. Microaggression! Persons of Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand! But I am tired. You! You're the new kid, right? I'm the principal of your school. My name's PC Principal. I was told you wanted to talk to me about some race issues. Okay, come at me. Huh? Ich dachte, sprechen geht anders. Okay. Wenn du es so willst. Come on, you want to learn about race, right? Give me your best shot. It's a nice day, isn't it? What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. It's a nice day, isn't it? Yes, very good. That was indeed not a microaggression. All right, round two. I ate a hamburger last week. All right, that was also not a microaggression. This time I will use my Monkey Island here. All right, everybody, listen up. I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training this young person in the ways of the social justice warrior. Thank you, microaggression, about to happen. Thank you. Ist nah am Mikrofon sprechen. My friend Brian looks like a chick. Microaggression. Hit him. Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. My pants are warm. My pants are warm. Aua, nicht? My pants are warm is not a microaggression. Naja, das finde ich aber grenzwertig. That coffee belongs to Tim Sherman. Okay, das finde ich nicht. I heard it's going to rain. Auch in Ordnung. Janet likes to roller skate. Das ist auch in Ordnung. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Microaggression. Ja. Okay, das, ich muss noch nicht mal selber, der hat mir das selber schon jetzt gesagt, aber ich wollte ihn auch schlagen. Guten Morgen, Regen, wie geht's dir? Naja, so verprügelt haben wir ihn jetzt nicht. Oh, aber wir haben sogar ein Zertifikat dafür bekommen, dass wir PC sind. Wir haben es zwar ein paar Mal verkackt, aber... Remember, kid, people use microaggressions every day. I'm counting on you to make them pay for doing so. Alles klar, aber ganz ehrlich, zu sagen, dass deine Hose warm ist, it's not okay, dude. A true warrior is understanding, non-biased, and as politically correct as possible. Gosh, darn it, I don't think that vigilante is setting a good example for the young folks. Hallo, Dan. Dankeschön für deinen Raid. Bist du schon fertig? Da kommen die Rollercoaster Cards rein. Sehr gut. Seid ihr direkt mit der Monotonie hier reingefahren? Sehr nett. Vielen lieben Dank. Hallo, Big Fudge Online. Und hallo, Dan. Macht's euch gemütlich. Wir haben gerade ein bisschen PC gelernt. Und spielen ja gerade das House Park. Also... Kleiner Disclaimer, das Spiel ist sehr derbe, falls ihr den Humor von South Park nicht kennt. Sehr viel Pipi-Kaka, Diskriminierung, Racist-Themen, over the top. Nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid. Und ein Wurstrodell hat Probleme gemacht. Jetzt willst du nicht mehr, oh nein. Mach mal ein SO, falls ihr Coffee Junkies noch nicht kennt. Ja, genau, macht das mal. Gucken wir mal rein. Oh, das wäre perfekt für Fahrstuhlmusik. Komm, hier. Oh, jetzt haben wir Doppelmusik leider. Aber die Musik funktioniert ja auch bei Dan als Fahrstuhlmusik, die ja gerade im Hintergrund läuft. Dan spielt sehr, sehr viele verschiedene Spiele. Also nicht nur Demon's Souls, Rollercoaster Tycoon.
und er mag Metal. So, da sind wir. Sehr gut. Da ist er angekommen. Bei mir im Chat. Auch so schön, dass nach dem Shoutout direkt noch eine Empfehlung kommt, dass man auch meine Kanäle noch angucken kann. Danke, Stream Elements. Und ein ausgezeichneter Trials-Spieler, das stimmt. Also zumindest auf der gleichen Liga wie Krabbe. Gosh, darn it, I don't think that vigilante setting a good example for the young folks. Sure, let's do it. Haben wir mit dem schon eins gemacht? Nein, ich glaube nicht. Ah, Mr. Testerburger ist das. Der Vater von Wendy. You sure are spending a lot of time at Crunchy's Dad? I just stopped by. Okay. Hat seine GPS-Daten ausgespäht. Oh. Jetzt bin ich hier gerade in den Hinterausgang gegangen. Noch ein bisschen was looten, aber das war es auch schon. Schade. Na gut, immerhin. Ein verlorenes Portemonnaie ausgeraubt. Nächstes Battle dann Trackmania. So, ich muss mal was zu essen machen. Viel Spaß euch an, eventuell bis später. Alles klar, vielen Dank nochmal, Dan, für deinen Raid. Und genießt das Mittagessen. Guten Appetit. What the heck? One more and then I'll hit the road. Two max. You sure are the weirdest superhero I've seen all day. Okay, I'll follow you. Ich gucke jetzt immer ganz böse, weil die hier alle Alkohol trinken. Alkohol ist nicht cool. I would like to express my willingness to follow you on social media. Do you consent? Juhu, mit PC können wir auch machen. Und ich habe seine Permission, to, um das zu posten. Sehr gut. Nicht, dass ich danach gefragt hätte. Okay. Gut, der Punkt war doch schon schnell abgehandelt. Ist denn das jetzt schon komplett abgehakt, die Quest? Ja, okay. Dann können wir jetzt direkt weitergehen zu Mr. Mackey. Und Andi wollte kochen. Ich bin mal 1 AFK. Alles klar, Andi. Dann auch dir viel Erfolg in der Küche. Catch 5 Microaggressions during combat. Oh, da muss ich mal drauf achten, ob das auch so ein automatisches Ding ist, wie in dem Kampf eben. Warum ist mein Gender da jetzt weggestrichen? Ah, das ist bestimmt jetzt das, was ich mit Mr. Mackey besprechen muss. Okay, hier ist unser Zertifikat. This certifies you are a licensed social justice warrior. If you spot a microaggression during combat, PC Principal will dish out the punishment. Ah, okay. Das heißt, ich bemerke das dann und dann kommt PC Principal zur Hilfe. Okay, die Schule war nicht hier. Das war das... Das Post Office, wollte ich schon sagen. Police Office. Wo bin ich? Hier. Haben wir schon repariert. Arcane Eye Mask. Haben wir gerade im Baum gefunden. Kann nicht schaden. Microaggression. Warte mal. Hier können wir, glaube ich, Kyle rufen. Ich meine Human Kite. Und uns nach oben pupsen. Nice. Loot, loot, loot. Neoconomicon. Oh, das ist aber schlechter scheinbar als die Artefakte, die wir haben. Hier ist das Bild. Sehr gut.
4 von 8? Ne, 5 von 8 haben wir jetzt. Okay. Und ein Yaoi. Guck mal, das hat doch jetzt hier für die Nebenquests richtig was gebracht. Und dann wieder ab nach unten, würde ich sagen. Vielen Dank, Kimun, für deinen Follow. Hallo. Hello, oh, you were the English-speaking guy, right? Or girl? Welcome and thank you for your follow. Hey, Forthy, come play with us big kids. Au. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt nicht hier durch. Ach so, ich könnte aber, ne, mit meinem super falsch Combination, aber... Nee, ich muss doch nach rechts. Was ist denn hier kaputt gegangen? Das war vorher nicht. Guck mal kurz hier, aber hier waren wir schon drin. Nee. Okay, dann müssen wir uns da drüber pupsen. Über das gefährliche Wasserbecken. Muss ich gleich nur noch mal gucken, wie das ging. Oh, so nicht. So auch nicht. So. Glitch, the state of objects of living things. Nee, das hat schon mal nicht gebracht. So, jetzt kann ich hier rüber gehen. Shit, wie muss ich denn das machen? Hallo Gamer Guys. Genau, bitte kein Backseaten. Ich möchte das Spiel gerne selber erkunden. Und wenn ich Fragen habe, frage ich, dann könnt ihr gerne antworten. Frage ist jetzt nur, was kann ich denn hier machen? Achso, ah, ich muss hinter ihn. Ich habe das nicht gesehen, dass hinter ihm das Ding ist. Sorry for intense farting. Ja, lass mich mal durch, du Gnome-Bibi. Oh. Okay, ciao. Thanks. Microaggression. Danke, PC Darkrap. Ich treffe immer nur den. Ist das so gewollt? Au. Ganz ehrlich, ich auch einfach nur durch die Tür gehen muss. Aber ich dachte halt, ich muss den Strom ausstellen, aber der steht halt einfach im Weg, der Dude. Okay, ich blockiere ihn auch nochmal, weil er mich jetzt auch noch gerade hier anflüstert. So ein Idiot. Ist deine Superkraft der Furz? Das ist korrekt. Also ich habe viele Superkräfte, aber Farting ist auf jeden Fall eins davon. Und ich kann damit auch die Zeit anhalten und dann durch dieses gefährliche Wasser laufen. Und eigentlich will ich hier hinter an diesen Stromkasten, aber der lässt mich nicht durch. Und ich kann auch irgendwie nicht direkt mit ihm kämpfen. Ich verstehe es gerade nicht. Aber da stand ja, ich soll die Pause benutzen und nicht den anderen Skill. Aber ich kann hier nicht rein. Ich kann ihn immer nur hauen, aber das bringt ja nichts. Ich guck nochmal, ob ich jetzt hier... Hier kann ich nur das Time-Ding machen. Nee.
Niemand ist das. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Okay, krass. Gut, jetzt kommen wir dran. So. Ganz einfach. Es hat oben auch geglänzt, hier, dieser Fan. Hallo, Mr. Mackey. Das kommt irgendwann in meine Akte. Now I got some feedback from the principal that our discussion about sex, I mean about gender, wasn't precise enough. Okay. Well, he gave me some guidelines how to do a more thorough pass, helping you identify your gender. Okay. Is the gender that you were assigned with at birth the gender that you currently identify with? Okay. Just whenever you're ready. Okay, great. So as you know, that means that you're cisgendered. Okay, great. Now, the next thing I want to talk to you about with your gender is your sexuality. Now, a lot of people think that gender and sexuality are the same, but no, that's bi. That's wrong. It's bi. Now, how would you describe the sex of the kinds of people you find yourself, sexually attracted to? Kann ich das schon sagen als Viertklässlerin? Neither. All. Gute Frage. Ich bin in-game, habe ich mich noch nicht darauf festgelegt. Man könnte theoretisch die Stimmen lauter machen oder alles lauter und dann nicht stimmen, was leiser. Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, dass jedes Gespräch irgendwie sehr leise wirkt. Aber ich mache das mal so, wie es im echten Leben ist. Ich bin sexual cisgender girl. That's correct. Gut. Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but hätte ich gleich wieder angegriffen. Aber ich bin irgendwie, ich hoffe, das müssen wir jetzt nicht alle 20 Minuten machen, diese neue Bestimmung. Okay, ich guck mal kurz, ob ich die, okay, Voice habe ich schon. Ganz laut. Ich mach mal so und dann mache ich nochmal hier den alles ein bisschen lauter. Mal gucken, wie es jetzt ist. So, hier ist noch ein locker. Oh nein, der ist gelockt. Okay. Dann einmal wieder raus. My parents were out partying until 3 a.m. last night. WTF. WTF. Hey, it's that girl. Da sind sie wieder, die Rednecks. And they're heterosexual too. We don't take kindly to your types around here. Let's welcome this thing to our town. Wow. Diese Frau. Ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen Microaggression haben, oder? Ich weiß jetzt noch nicht, warum die Stimmen sind irgendwie nicht lauter geworden, habe ich das Gefühl. So, machen wir hier erstmal Kotzschaden. Oh, oh, der hat Attack-Up dadurch bekommen. Ach du Scheiße. First the coon made a bleed, then it's mosquito's time to feed. Snack on your own time, mosquito. I'm big. Nein. Oh, Jesus. Hatcha. I might need a do-over. Okay, bye for now. Wow. Das war super effektiv.
Aber immerhin hat der Typ ausgesetzt. Thanks for that. Warte mal, ist er eingeschlafen oder kuschelt er gerade mit seiner Flasche? What's happening? Egal, wir werden es nicht herausfinden. Because he's gone. Au! Der dicke Cartman gegen mich geflogen. Der mit den schweren Knochen. Ah nein, Cartman steht im Weg. Bin ich jetzt zu kurz? Ja, leider schon. Okay, dann, boah, dann heile ich euch einfach. Support Character. Ah, Gott sei Dank. Ich habe den letzten leider verkackt, aber ich hatte gehofft, dass die ersten reichen. Wenn man die gut trifft, dann kann man auch mehr Schaden machen, als angezeigt ist. So, dann muss man ein bisschen Bleeding. Oh, shit. Das habe ich richtig verkackt. Das war zu schnell. Aber wir kommen ganz gut vorwärts. Ist ja nur noch einer. Oh, jetzt kackt der den wieder gegen mich. Aber ist nicht schlimm, wir haben noch genug Health und der bleedet und ich kann theoretisch, ja. Mein Kite kann von hinten einen Shot machen, nice. Alles klar, Krabi. Oh, eine DNA haben wir bekommen. Womit wir unsere Attacken aufwerten können. Leave school and enjoy the gorgeous day. Falsches Menü. Achso, hier haben wir noch die Maske. Die müssen wir einmal angucken. So, dann hatten wir... Hier hatten wir eben noch was eingesammelt. Das war... Hier, das hier. Okay, das hat ein bisschen mehr Bonus-Ally-Health. Ist aber auch nur minimal schlechter. Ja, aber ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden mit den Artefakten. Jetzt gucke ich gerade noch mal, was der hier bringt. Der bringt ein bisschen mehr Move und weniger Health. Okay, das ist aber schon mal gut zu wissen, weil das Moving ist natürlich... Könnte von Vorteil sein bei dem einen oder anderen Kampf. Ich lasse jetzt trotzdem erstmal unseren Brain Buff drin, weil wir sonst so wenig Schaden machen. Mit unserem Charakter leider. Dass, glaube ich, der Bonus da ein bisschen sinnvoller ist. So, jetzt fehlt uns nur noch das Police Department. Und rein theoretisch können wir auch mal durch den Wald gehen. Ich weiß aber nicht, ob das schon Sinn macht, das jetzt zu machen. Aber rein theoretisch könnten wir ja einmal hier um den See gehen und dann hier zur Police Station. Vielleicht finden wir da auch noch eine Katze. Vielleicht finden wir da auch gemeine Waldwesen. Oh. This is bullshit. Why do I have to stay on lookout? Just shut up and keep watch, dumbass. Fuck you, I want to play with fire too. Hey man, where's Jasper? I don't know. I haven't seen him in like 3 days. You think he's in trouble? Maybe we should tell his parents or something, dude. No way, man. Parents are dumb. He probably just found some porn. Okay, Jasper ist verschwunden. Hier kann ich jetzt eigentlich das Ding hier wegbewegen. Zusammen mit Captain Diabetes. Morgen Assi-Kur im Hintergrund. Wir gucken da nicht so genau hin. You want some of this, Forty? Okay.
Defeat the Sixth Graders. Den einen haben wir schon ausgeschaltet und zwei haben wir zum Kotzen gebracht. Sehr gut. Ich habe jetzt irgendwie immer so ein Advantage. Das ist ganz schön nice. Ich weiß gar nicht warum, aber... I buy it. Okay, das reicht nicht. Ich könnte auch jemanden einfrieren mal wieder, ne? Aber da stehe ich hier auch leider... ein bisschen falsch. Okay, da mache ich 7 und 5. Oh, okay. Der hinten hat ziemlich viel. Machen wir erstmal so. Hi, Soda! Schönen guten... ja, Mittag, muss man ja fast schon sagen. Ist ja kein Morgen mehr. Aha. Hast du mich gerade beleidigt? Was meinst du jetzt mit dem Advantage? Achso, mit dem, dass ich einen Schritt weiter vorne starte. Das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie dieses Mal neu. Das letzte Mal hatte ich das irgendwie noch nicht mit dem weiter vorne starten. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Took that like a champ, Forthy. I can't say no to kicking some Forthy ass. Hey, don't look, you gay wads. Okay, das ist jetzt markiert. Das wird in der nächsten nächste Runde machen. Ach komm, 4. Aber jetzt kann ich den hier machen. Sehr gut. Double kill. Jetzt muss ich nur die beiden hier einmal rausziehen. So, aber theoretisch, eventuell, ja doch, das reicht sogar schon. Yippie! Mittag stimme ich zu, würde ich ihn nicht unbedingt nennen. Ja, gut, würde ich ihn unbedingt, nicht unbedingt nennen. Oh nein! Aber habe nichts Gegensätzliches zu behaupten. Okay, na gut. Dann ein neutraler Mittag. Ego Blaster haben wir bekommen. Ein okayen Mittag. Den gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. Oh, how dare the sixth grader use the word trash to dismiss individuals of lower socioeconomic status. Warte, ich speichere mal kurz. Und dann gucken wir uns mal das Artefakt noch an. Warte, so ein kleineres Artefakt? Ja, da, 44. Nicht viel anders als das. Das ist besser als das hier. Ultimate Recovery und ein bisschen Bonus. Ja, nehme ich mit, glaube ich. Bisschen Bonus kann ich schaden. Alien Scar. Hi, ich habe jetzt den Weg hier freigemacht. Ist das nicht cool? Jetzt kannst du hier wieder im Wald spazieren gehen. I'm a superhero. Scar will ich nicht. Warum hat die Frau hier auf dem Magazin eine Weihnachtsmütze auf? Gibt's hier? Oh, ich dachte, ich könnte da hochlaufen. Hä? Achso, das ist der gleiche Screen. Okay. Holz. Kann nichts machen mit dem Holz. Noch nicht. Ein bisschen Glue. Ist hier was im Nest? Nein. Kann ich das anzünden? Ich glaube auch nicht. Ein Boot. Warum guckt ihr hier so rum? Das ist creepy. You should put your life in the Lord's hands. So when things go wrong, that shit's on him. Ist
Starkspond. Ah, hier ist ein Quick Travel. Sehr gut. Hier sind so viele Schmetterlinge. Oh oh. I've got a bad feeling about this. Nets P.O. Box Key. Okay. Das könnte helfen. Müssen wir dran denken, gleich mal in die Post zu gehen. Okay, das scheint hier aber verlassen zu sein. Die hängt nur im Baum. Hier ist was. Aha. Hat jemand sein Yaoi versteckt. Und Craig und Tweak steht hier sogar noch als Herzchen. Wie süß. Oh nein, hier kann ich noch nicht dran. Aber ich muss hier an das Bild. Ja, da fehlt mir noch der entsprechende Freund. Na? Okay. Nitwit Fitness Tracker. Microtransaction. Haben wir zum Glück bisher noch nicht gehabt im Spiel, Microtransactions. Ich weiß nicht, ob ich zu diesem Zelt will. Disgusting. Ach, schon wieder so ein Cheesing Vial. Yeah. Viele Sporttaschen hier im Wald stehen. Sehr beängstigend. Hello, little miss. Hello. Ja, aber sonst ist es doch. Seht ihr das auch? Das ist ein schön Pokémon. Wieso komme ich da nicht dran? Hat jemand seine Kamera vergessen beim Picknick? Gut, dann war das... Alter Schwede! Was war das denn für eine Kamera? Komme ich irgendwie raus? Achso, hier muss ich wieder Captain Diabetes rufen. Pups, 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 pups. Journey on, Grave Warrior. We will meet again. Sehr gut. Das bringt uns auch Punkte, wenn wir die, die Dinger da umhauen. Katzi! Ha! Nein! Oh nein, ich wollte das nicht. Ich wollte kein Foto machen. Wer hat das gesagt? Hier ist gar niemand. Oder ist hier jemand? Habe ich jemand Verstecktes gefunden? So, kaputt machen. Nicht Foto machen! Scheiße! Wie schlecht ich bin. Ich will Pause machen. Achso. Meinst du? Der ist doch jetzt weit weg. Wo ist er denn? Der kann das nicht mehr gerochen haben. Werfen. Sag mal! Ich bin handysüchtig. Schau schon wieder. Ich mach's doch vorher. Für den Trick mach ich's doch auch schon so. Sorry, ma'am. Sorry. Nerven. Jetzt habe ich's. Pausen. Ka-
Hatzi mitnehmen. Sehr gut. Puh, das war anstrengend. So viel gepupst. Jetzt muss ich unbedingt ein paar Bohnen essen oder sowas. First try easy. So, das haben wir neu. Die Katze haben wir neu. Big Gay Bono. Und den Key hatten wir noch neu. Genau, schon wieder fast vergessen. Also eigentlich will ich jetzt erstmal zum Post Office. Kann ich hier was Neues kaufen? Oder was war das gerade hier? Oder kann ich da jetzt rein? Wo war das Post Office? Hier in der Main Street, ne? Hier. Ach, dann könnte ich aber eigentlich gerade kurz quick traveln und dann laufen wir von da aus dann zur Post. Okay. So, dann gehen wir einmal zur Main Street. Need a new look? Talk to baby. Ach, ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit unserem Look. So, da oben waren wir auch schon. Ah, Post Office. Vielleicht war ich durch die Raisins-Werbung abgelenkt. Ha! Predator Streaks. Haben wir einen neuen Skin bekommen dadurch. Sieht ein bisschen nach Wildnis aus. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Eigentlich müsste man auch hier die Läden nochmal absuchen. Weil ich jetzt doch ein bisschen mehr Geld habe als am Anfang. Da können wir uns bestimmt auch noch den einen oder anderen Perk eigentlich kaufen. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Ist das hier noch zum Öffnen? Wait, that's the farting vigilante. Nee, das ist nix. I really should volunteer at a soup kitchen, starting next week. Das hatten wir auch schon. Ach nein, City Hall. Falsch. Nochmal auf die, aber da waren doch die Polizisten direkt daneben. Ah, okay, über die Straße muss ich noch, alles klar. Ich bin ja auch noch neu hier im. Es ist rot. Es ist rot, hallo. Das gibt's nicht. Microaggression. Party in the evidence locker after we nabbed that vigilante. Who are you supposed to be? A gay, did ya? Go on through. Ach ja, die Polizeistation, immer wieder ein Spaß. So, Chief. You really violated that guy's civil rights with gusto. You'd make a great cop. Ach so, ach nein, ich muss nicht in, ich war schon in der Polizeistation. Wir müssen jetzt direkt zum Tatort. Ah, dumm. Okay, das heißt, wir müssen nach hier oben. Da dürfen wir nicht durch. Das heißt, wir gehen jetzt einmal durch die Parallelstraße. Dann können wir aber mal ganz kurz hier die Stores vielleicht noch abchecken, wo wir jetzt noch die Sternchen dran haben. Vielleicht erfahren wir da noch irgendwas oder können irgendwas Neues kaufen. Das schauen wir uns mal noch an. Shitty Walk. Ich wollte, genau, zu Jim Rose Guns. Hier ist auch noch eins gewesen. Habe ich das vorher nicht gesehen? Gentlemen and women pay to entertain and I ride in the wheelhouse kit. Okay. Das habe ich gerade nicht verstanden. Das muss ich, glaube ich, gleich nochmal nachlesen. Oh nein, ich bin gar nicht richtig drauf. Na gut. Warte mal, ich muss kurz mal in meinen Instagram.
Instagram, sorry. Cool Date Hands, Hunting and Killing, lol, Swag Style Constant, Coonster Cool, Winning, Amazing, Bad Lord, Constant Good, Selfie. Gentlemen and the women paid to entertain them are right in the wheelhouse, kid. They love my prop comedy bits. Right in my wheelhouse. Hä? Ich verstehe den Satz nicht. Oder kommentiert er das nur, was wir hier machen? I was out last night at the Hippo and lost my wallet. If you find it, I'll give you a reward. Ah. Find famous wallet at the Pepper named Hippo. Alles klar. New inventory, butthole. Come and get it. Und er hat wirklich neue Sachen scheinbar. Magnum Dynamo. Oh nein. Dieser Trainingsapparat. Artefakt für 70, aber $20, Leute. Steam Ray Vaughan CD. Steamy Sessions. Ist die Frage, ob ich das einfach nur kaufe, um das dann im Inventar zu haben, so sammlermäßig. Aber hier die Rezepte könnte ich auf jeden Fall kaufen. Zwar auch jetzt nicht so geil aus, aber... You know. Okay, you go get those bad guys now. I was out last night at the Hippo and lost my wallet. If you find okay. It, I'll give you a reward. Er will kein Foto mit uns, solange wir das nicht erledigt haben. Ist auch in Ordnung. Ah, wir haben nicht mehr so viel Stoff, ne? Ich muss mal gucken, wo ich noch Stoff kaufen kann vielleicht. Ich weiß nämlich nicht, ob wir so viel noch finden. So, wo ist denn das Peppermint-Hippo? Hier. Achso, guck mal, das liegt doch. Ist doch quasi um die Ecke. Das können wir doch kurz dazwischen legen. Hallo, Weg. Wie geht's? Was macht die Pupspower? Ja, wir haben eben ordentlich gepupst, weil ich schon wieder die Tasten alle verdödelt habe. Und da mussten wir die Pups-Aktion gleich 3-4 Mal wiederholen und der ganze Bildschirm war nur voller Pupspower. So läuft's gerade mit dem Pupsen. Aber sonst geht's gut, dankeschön. Noch ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, dass es jetzt durch die Urlaubswoche langsam besser wird. Wie geht's dir denn? Hast du einen schönen Feiertag bisher? So. Da ist auch noch ein Bild, okay. Wie haben wir die denn vorher alle übersehen? So. Der kommt da dran. Ach so, hier der Dings steht jetzt nicht mehr hier. Und jetzt müssen wir einen Geldbeutel finden. Bitte nicht auf die nackten Frauen gucken, wir gucken nur nach einem Geldbeutel. Ah, du hast die Woche auch Urlaub genommen. Bin etwas aufgeregt? Ansonsten gut, danke. Oh, was steht denn an? Sehr gut. Ich finde auch, ja, die Woche war natürlich jetzt prädestiniert dass man quasi nur 4 Tage nehmen muss. Oh nein, ich wollte mit der Person hier sprechen, aber es war nur näher angucken. Denke, ist das die Dings? Ha. Gut, schnell wieder hier raus. Ich will das nicht sehen. Tschüss. Wir hatten schon genug Stripclub-Zeit in Folge, was war das, Folge 4, glaube ich. Mehr Stripclub brauchen wir nicht. Gut, dann gehen wir das gleich noch ab. Haben wir noch eine kleine Nebenquest erledigt. Weil so langsam nochmal umziehen wäre auch nicht schlecht, ne? Ich habe ja schon so wieder so ein bisschen Fashion Souls Vibes. Aber hier müssen wir erstmal was Schönes Neues finden. Ich glaube, das Ding, was wir jetzt gekauft haben, ist... Listen here, Vigilante. Auch nicht so geil. If you're ever in trouble, you give me a net a holler and we'll shoot the shit out of whatever's bothering you. Ist das so ein Ham Radio? Alles klar, wir haben jetzt ein neuen Summon bekommen dadurch. Nice. Ein Foto können wir auch gleich machen.
I'll swipe right you on Coopstagram. Nachher habe ich meinen 12-Stunden-Jubiläumsstream. Oh Gott, war schon lange nicht mehr aufgeregt vor einem Stream. Oh, krass. Krass, was hast du denn so für ein Programm? Dann machen wir doch gleich mal einen Shoutout, falls ihr gleich mal beim Wick reinschauen wollt. Je nachdem, wann du anfängst, vielleicht schaffen wir es auch, dich zu raiden. Mal schauen. Ja, ihr habt keinen Bock auf mich. Milady? Oh nein, Buggy-Boss oder was war das gerade? Und hallo, Smooth Johnson. Ich schaue nur kurz rein, weil ich gleich zu Mama zum Mittag muss. Hoffe, ihr habt einen guten Stream. Ja, danke. Bisher macht es sehr viel Spaß. Und dir gleich guten Appetit bei deiner Mama. Küche von Mama Beste. Gibt Lachs. Oha. Passend zum Feiertag, ne? Dann schon mal guten Appetit. Genau, und Vic kann uns gerne noch mitteilen, was er gleich so spielt bei seinem 12-Stunden-Stream. Außer du musst noch viele Vorbereitungen machen. Wir wollen dich jetzt nicht ablenken. Ich hab mich einfach geghostet, der Boss. Ja, das passiert. Ja, ich habe ja inzwischen sehr viele Dark Souls 3 Let's Plays schon gesehen und hatte neulich noch mal bei Chiara reingeschaut, die spielt das auch momentan. Und da hatte sie auch einen Bug beim Boss gehabt. Und es gibt schon so ein, zwei Bosse, die buggy sind in Dark Souls. Bei dem wusste ich es jetzt noch nicht. Das war ein DLC-Boss. Aber irgendwie ist es dann doch ärgerlich, wenn dann doch so viele Bugs auftauchen bei so einem eigentlich sehr guten Spiel. So, jetzt kommt nochmal Poops-Action. Dann können wir nämlich einmal hier den Strom ausstellen. So. Here, kitty, kitty. Oh, here, forthy, forthy. Das war lustig. Oh, hier, forthy, forthy. Ah, das war cute. Es geht um 14 Uhr los. Erst Just Chatting, dann ein paar Stunden Anno mit Gewinnspiel. Was gibt's denn zu gewinnen, wenn ich fragen darf? Oder darfst du es nicht verraten? Dann Talk mit Fungi Farmer, Daddy Player One und Gräfin Zahl. Die Namen haben wir ja auch schon mal gehört. Dann Indie Games antesten. Der Chat darf wählen. Und zum Schluss Fall Guys und oder Words on Stream mit Chat. Ja, geil. Das ist ja auf jeden Fall ein schönes, umfangreiches Programm. Vielleicht schaffen wir es auch später dann nochmal reinzugucken zu Fall Guys. Und Words on Stream macht mir auch immer Spaß. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal gegen die 6-Klässler wehren. So, da bin ich jetzt... Jetzt bin ich zumindest nicht vorne gestartet. Müssen wir mal beobachten mit dem... dem Advantage. Na? Das wird sofort bestraft. Talk worüber? Doch, das kann ich verraten. Es gibt die Complete Edition von Anno 1800, also auch alle Seasons Pässe plus 8 Kosmetik-DLCs. Also ein komplettes Starter-Set. Ja, krass. Dann schaut da auf jeden Fall gleich mal rein, wenn ihr Bock habt, das eventuell abzustauben. Der Talk geht über unser erstes Jahr auf Twitch und Streaming-Erfahrungen. Ja, das klingt auch sehr geil. Mir ist ein Päckchen Ketchup aus der Tasche gefallen. So, machen wir hier nochmal Double Action mit dem Kuhn. Feels old. Ja, ein Jahr ist noch nicht so viel. Ugh. Weg mit dir. Prepare for a vicious squinting.
So, jetzt noch der da hinten, aber... Ja, dann machen wir hier mal Heal auf Mosquito. Enjoy. Also von uns ist Krabby der schon am längsten streamt. Ich habe, glaube ich... Aber lass mich nicht lügen, 2016 habe ich auf jeden Fall schon gestreamt. Mein genaues Anfangsdatum weiß ich leider nicht mehr. Weil man, also früher konnte man auch einfach nicht so viel tracken und speichern. Und deswegen ist halt viel verloren gegangen von den alten Sachen. Und zwischendrin habe ich auch mal Pause gemacht. Also ich habe jetzt nicht durchgestreamt die ganzen Jahre. Es war halt auch mal ein, zwei Jahre Pause. Aber ja, Krabby schon bald sein 10-jähriges. Das ist schon heftig. Achso, nein, das ist ja Mosquito. Entschuldigung, ich wollte jetzt Mosquito angreifen. That's very sad. Die steht alle im Weg. Was soll ich tun? Tja. Ich komme nicht dran. Da muss ich aussetzen. Dann machen wir das. Ups, okay, ja, Spiel einfach mal raustappen. Sehr gut. Nee. Oh, Mosquito. So, das war's. Nice. Jetzt haben wir die endlich mal verjagt hier aus ihrem Lager. Nice. Und Microaggression haben wir abgeschlossen. Good, that six where I try to equate crying with weakness when it's really just a way of expressing empathy for... Ach, das geht mal so schnell. Ihr wisst schon. Turbo Mind Suit. Ein Wristband und Electrodes. Okay, das sieht ein bisschen creepy aus. Aber noch ein kleiner Reward. So. Seit wann haben wir die denn? Warum habe ich die noch nicht an? So, jetzt erstmal wieder 10 Minuten Fashion Souls, leider. So, dann sieht es ein bisschen mehr nach Baseball aus als nach Unterhose. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Clothes haben, die dazu passen. Das ist wahrscheinlich das Kit, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Das Spider-Man-Kostüm ist auch irgendwie süß. Voll die Hip-Hop-Suits hier. Das muss ich nur wegen der Farbe überlegen. Ja, eigentlich bräuchte ich noch irgendwie ein paar abgefahrene Accessoires, weil sonst sieht es sehr normal aus. Ja, hier die Thanatos. Handschuhe. Und das hier mit den Batterien eigentlich gar nicht so schlecht. Das gehört ja auch zu dem Umhang. Alles klar, Smooth Johnson. Vielen Dank fürs Reinschauen. Genau, lass es dir schmecken. Vielleicht bis später oder die Tage mal. Tschüss. Achso, ich kann jetzt hier nichts
nichts ändern wegen der Maske. Ah, oh, jetzt nervt mein Drucker hier immer. Was soll das? Na, wir lassen mal die Sommersprossen. Ich glaube, die fand ich jetzt immer am besten. Achso, hatte ich das letzte nur noch nicht angeklickt. Okay, hier haben wir das Ham-Radio. 5-mal kann ich das rufen. Müssen wir nur dran denken, dass wir das haben. Aber es ist wahrscheinlich für Bosskämpfe interessant. So, da sind sie nochmal. Need to send out enemy numbers. Stand your ground. Hey, is that a grizzly bear approaching school grounds? Any cues to break out the heavy artillery will suffer. Just get on the ham radio and Ned and Jimbo will serve up a coordinated surgical strike. Occupation concerns citizens. Wow. Alles klar. Ah, new kid, you came. You kind of have been waiting for a boy, new kid. Oh, hatten die hatte ich schon, ja. You want to hear a secret, sweetie? Yeah, come real close now. Nein! Ich habe gerade keine Lust, gegen die zu kämpfen. Maybe next time. Ja, next time. Wir gehen jetzt einfach mal straight hier zum gewünschten Ort. Jetzt kommen wir hier gar nicht vorwärts. Hier ist eine verlorene Handtasche. Das erste kannte ich nicht. Petula Clark kenne ich natürlich. Aber manchmal sind das auch. It's our lucky day, superhero. Looks like the guard is on a piss break or something. Proceed past the gate and around the back to find an entry point. Manchmal sind das auch so amerikanische Dinger. Oh. Ich sehe dich doch. Not this time, sir. Not this time. Please move the fuck along, or I will fuck you up non-lethally. I will beat you until my shift is over, sir. Ich bin kein Sir. Frech. Das Security Team vor allen Dingen. I will not be humiliated again. This time I got backup. Oh nein. Oh. Hundis. Sick 'em. Muss ich die hauen? Ich will keine Hundis hauen. Vielleicht geben die auf, wenn ich sie kille. You just assaulted an officer of the lawn. Coon on the plate. Ich weiß gerade nicht, was schlauer ist. Aber die sind auch ganz schön stark. Can I lick the blood off your claws? Can I? Can I? No way, dude. That's fucking gross. Lass mal einfrieren. Oh, I'm so fucking cold. Are you guys cold? These updrafts have recharged my eye lasers. Human kite is ready. Der Hund hat gepinkelt. Oh, wie traurig die anderen Hundis geguckt haben. Aua, der macht richtig viel Schaden. Oh, you're so fucking dead. Shit. Halt durch, Kuhn.
Ich versuche da gleich mal wieder zu wechseln, damit Humankind ihn ein bisschen healen kann. Okay, machen wir mal wieder Gross-Schaden. Ich den ficken dickicht. Danke, Vic. So, lass uns einmal tauschen. Wippi, Andi. So, warte, ich bin dran. Oh, Jesus Christ. Sir, I'll beat you like my boss is looking. Ow! Justice is sprayed. Pepper spray. I'm big. Und jetzt. Aua, oh Jesus Christ. Okay, bye for now. Oh, I'm up. Okay. Ich glaube im Juni, das ist zumindest das älteste Video, das ich noch nachweisen kann. Nee, so große Pläne habe ich noch nicht. Vermutlich ähnlich wie zum 5. Jahr, wo ich in alte Streams-Dateien so reingeschaut habe. Shootmail hatte ein paar coole Community-Spiele für ein Gewinnspiel ausgedacht. Vielleicht übernehme ich auch was davon. Stimmt, das war aber ganz cool mit diesen Ratespielen, wo wir dann raten mussten, welche Zitate von ihr aus welchem Stream kamen, aus welches Streamspiel. Wenn ihr Schnutmail noch nicht kennt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen, wie es richtig ist. Dankeschön. Wie toll. Oh, ich kriege. Oh mein Gott. Oh, wie toll. Langschwanzmeise und Feuerpfau. Die Langschwanzmeise. Oh, no. Oh, und Frischling. Oh, wie toll. Es tut mir leid, dass ich hier so ausflippe. Aber das sind so süße Begleiter. Da kann ich mich doch wieder nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Alle. Oh, alle. Gleich. Sagte ich schon, dass sie süß ist? Ein Frischling. Mach heute auch ein kleines Spielchen, das von Greifenzahl inspiriert ist. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ah, okay. Auch zu deinem Stream dann bezogen. Okay, die heilen wir mal. Ach, come on. Bullshit, I call bullshit. Prepare to be swarmed. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Den kriege ich leider nicht. Oh, doch. Bitte. Ja, geil. Dann sind die schon mal raus. Dann kann ich nämlich gleich langsam in die andere Richtung. Jetzt muss ich mal gerade gucken mit der Ultimate. Oh, Bleeding wäre natürlich auch richtig nice. Vielleicht sollte ich das einmal machen. Oh, oh. Alter, wirft einfach eine Granate auf mich. Scheiße. Sehr confused. Stopp. That's not going to happen. So, und jetzt überlege ich gerade. Zünde ich jetzt so eine. Mache ich jetzt einen Summon oder heal ich Cartman lieber? Nee, Humankind ist danach dran. Dann kann ich ihn eh healen. Dann machen wir einmal unser Radio an. It's coming right for us. Jesus.
Das ist die Rache für eure Granate. Anzeige ist raus. Polizeigewalt gegen Kinder. Ja, wir haben ja schon einige Gewalt gegen Kinder erlebt und auch gegen Minderheiten. Das ist sehr erschreckend. So, dann heilen wir Cartman nochmal. Ich hoffe, das reicht. Oh, scheiße, ey, die Hunde. Hey, don't mess with the coon, dumbass. I'm ready to suck ass and take names. Wait, that didn't come out right. Nee, so weit komme ich nicht. Ja, kann ich nur den Hund angreifen. So, jetzt ist Kuna auch ein bisschen zurück. Na, ist jetzt nur die Frage. Ziehe ich dich jetzt lieber erstmal... Ziehe ich dich erstmal ab? Ich glaube schon. Wie viel waren in diesem Kurs? I'm still bleeding out of all orifices. So, weg mit dem. Humankind sollte jetzt hier sein. Oh nein, der Ast ist im Weg. Oh, das ist ja dumm. Mhm. Ich greife das Holz an. Das hat einfach nichts gebracht. Oh, oh. Ja, ja. Moskito ist jetzt verwirrt, deswegen greift er uns auch an. Ist jetzt der Dings immer noch da? Nee, ich glaube nicht. Aber ich komme trotzdem nicht an den Dude dran. Das wäre scheiße. Kann ich mit dem Holz tauschen? Was passiert da? Ich krieg das Holz nicht weg. Nein! Oh, na toll. Dafür bin ich jetzt draufgegangen. Nur wegen diesem blöden Holzstück da. Das ist doch richtig dumm. So, ja, nicht schlimm. Hauptsache, die Gruppe hat überlebt. Banner of Exile, Adrenal Overload habe ich auch noch bekommen. Neue DNA. Und ein Level Up. Epic Slot. Haben wir schon Epic Artifacts? Muss ich mal gleich gucken. So. Direkt mal ins Artefaktenmenü. You unlocked your first Epic Artifact Slot. Most Epic Artifacts grant unique abilities instead of Team Bonuses. Equip an Artifact in your new Epic Artifact Slot. Ein super Fidget Spinner. Reserved only for elite Coon operatives. Unlocks the power of epic artifacts capable of exotic combat effects. Non-refundable materials fee may apply. Okay, die geben quasi nur Stat-Bonuses. Und ein bisschen mehr Macht. Kann ja nicht schaden. So, hatte ich hier. Hier hatte ich jetzt noch das hier neu. Banner of Exile. Opens an escape rift into a world free from crime and other trifles like social interaction and free will. Das klingt wunderbar. Aber nimmt mir ganz schön viel Knockback weg. Ich guck mal, ob das hier auf der Seite besser wäre. Hm, ein bisschen mehr Health. Ja, muss nicht unbedingt sein. Lassen wir mal raus. Der hier macht sogar 40% mehr Brain Damage. Und, aber auch minus 30 Health. Oje, oje. Das ist ja sehr extrem. Ich glaube, da bleiben wir bei unserem leichten Bonus und auch nur leichten Minus bei Health. So, komme ich da an den Sack dran? Hä? Wie groß ist der Garten, bitte?
Hier verläuft man sich ja. Ich brauche keine Mats, ich brauche Fabrics. So, was haben wir hier? Duct Tape. Da ist auch noch eine. Hallo, Hattrick Hero. Herzlich willkommen. Hast du einen schönen Feiertag bisher? So, rein da. Oh, ich befürchte, es wird jetzt ganz schlimm. Security, is everything all right? Hello, yes, sorry, I live here and I can't remember my code to turn off the dang alarm. Oh, that's okay, sir. Do you have your security password you can tell me? Move the hacking device to locate signal hotspots. Can you hold on just a minute? Okay. Das vibriert auch sehr schön. Is everything all right? Wir müssen einfach die Bobbles einsammeln. Can you hear me? So, move Landler unit to the hacking device. Oh Gott, oh Gott. No problem, I've got it right here. Hang on a second. Dang it, let me look in. Oh, hey, girl. Can you hold on just a minute? I'm sorry. No problem, sir. Continue hacking. Oh, muss ich nochmal machen? Oder immer noch machen? Can you hold on just a minute? PHP transcoded. Can you PPO activated. Das habe ich alles schon mal gelesen irgendwo. Gut, ich hoffe, das reicht. Yes, yes, must be something. Let's see. Let me check in this drawer. Ah, looks like I need to find my glasses here. Hold on. One more hack. Is everything all right? Beeile mich. Elite Hacker. Maybe it's my middle name. Could you try my middle name? Okay, sir. I tell you what. Let's just look up your account profile and get a new password for you. If you can just hang on the line here. Don't be fooled by his attempts at upper middle class sensibility. Oldest trick in the book. Ich will nicht. Das ist so gemein. Das zu. Member Berries. Mhm. Natürlich haben wir auch das letzte Game gespielt. Irgendwas glitzert hier doch, oder? Sah das gerade nur so aus. Hm. Barbecue. Quesadilla is special receipt. Nice. Das ist noch eine neue Morgan Freeman Erweiterung. Searching the house. I'm in the Oval Office. Erstmal alles ausrauben, vor allen Dingen. like a cop. So, das ist Tokens Zimmer. Tokens Locker Combination. Da standen wir doch eben vor in der Schule. Und Tupperware's Character Sheet. Sehr gut.
Hier haben wir wieder einen Schrank mit lustigen Member Berries. Oh, der hat ganz viele schöne Pokémon. Und kind of Nike-Shoes. Go-Chaos-Helm. Sehr viel Sportstuff. So, ich checke kurz mal hier die neuen Sachen aus. Okay, Tupperware, Cyborg, Eugenio, Sexual, Gender Neutral Person. Lawful Assembly, Sky Mall, Katalog. Human Emotions sind sein Kryptonite. Aber rufen können wir ihn noch nicht. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir wissen schon mal, was er kann. So, don't forget. Was sind das für Zeichen? Na gut. Achso, das ist wahrscheinlich die Drehbewegung, oder? Kissidia Especial. Restores a moderate amount of health to a targeted team member. Das klingt doch ganz gut. Dann können wir nochmal einen herstellen. Oder zwei. Bisschen Notfallheilung kann nicht schaden. So, und der letzte Raum. Careful with this one, Hero. He's got a temper on him. Choose your moment now. Hey, who the hell are you? You can't just break in here. Engage! Go, go, go! Oh nein, die muss ich noch alleine bekämpfen. Security system, you know. Okay, dann mache ich erstmal Freeze. Dann wird's nicht so schlimm für uns beide. Okay, der ist zum Glück. Zum Glück wehrt er sich nicht. Oh, ein Monokel habe ich bekommen. Brilliant work, Hero. You're really getting into the program. You understand exactly what we're doing and you're doing it right along with us. Meet me back at the station. I've got something for you. Hm. I'm not amused. Aber dann können wir jetzt noch mal kurz in die Schule und den Spind aufmachen. Jetzt bist du Prinzessin Mononokel. Lol. Nicht schlecht, Andi. Aber ich habe das Monokel noch nicht an. Das passt noch nicht so ganz zu unserem Hip-Hop-Outfit. Deswegen sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht wegen der Mütze, ne? Nee. Nee, das bringt uns gerade nichts. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach, hier kann ich auch überall noch neue Sachen machen. Vielleicht sollte ich hier den Quick Travel machen. Dann machen wir einmal Quick Travel zur Schule. Hatte ich hier auch? Nee, warte. Oder ich gehe in die Stadt. Dann gehe ich kurz ins Mobile-Ding, in die Rhinoplasty. Ach, hier ist auch überall noch was Neues. Okay, wir machen kurz Shopping-Tour, dann zur Schule und zur Polizei. Vorsicht! Ich gehe über die Straße. Gut, die Mobile mussten wir rein. You kids and your gadgets. I bet you could hack into the internet on this phone. Could you show me how to take a selfie? I'm such a ditz when it comes to gadgets. Ist das die Mutter-Tester-Burger? Nee, ne? Die sieht doch ein bisschen anders aus. Miss Stevens. Oh, wer war denn nochmal Miss Stevens? That's it? That was easy. Tell you what, Hero. I'll throw in a free D-Mobile sticker if you buy a new phone right now. What'll it take to put you in the seat of our friends and family plan today? Just got a new shipment on the loading dock. Take a peek. Ach so, ach, der hat auch die, die Dinger, Receipts kann ich natürlich kaufen. AGD Mobile Employees Day in beides. Hot New Data Plan. Mission Item, das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Also bisher haben wir noch keine Mission, mit der wir das machen müssen. Ups, ich wollte mit dir ein Foto machen, willst du nicht?
I'd love to do that after you purchase a phone plan. Ach so, deswegen Mission Item wahrscheinlich. Wir können theoretisch können wir auch noch richtig viel Zeug verkaufen, glaube ich. So, Toms Rhinoplasty, Sloppies und Freemans müssen wir noch rein. You're never too young to get some work done, kid. Ui, konnte ich. Ah ja, hier war ich aber auch schon drin. Da oben ist noch ein. Ja, ui, wie komme ich denn da dran? Bewegen kann ich hier doch nichts. Achso, einfach runterwerfen. Na gut. Hallo, Feier. Schönen guten Tag. Hast du einen schönen Feiertag? Got some new items in stock, new kid. I know how much you love medical supplies. Aber ist das dann immer nur bei den... Also, weil das verkauft ja jetzt jeder von denen. Okay, ciao. Nein, bleib bei uns, Feier. Oh, ich wollte gerade fragen, ob wir die alle mal kaufen sollen, aber $5? Für ein Arschkinn? Nein. Und für Falten? Sollten die das nicht alles wegmachen? Das ist doch genau andersrum. Kein Friendly Fire. Mit der hatte ich aber auch schon ein Foto, oder? Ja, okay. Nee, dann nicht. Ja, ja. Dann müssen wir hier noch rein. Klamotten-Shopping. Better check out our new stuff before it gets tainted by the old stuff. Lightning Suit und Ozone Suit. Okay, der hat richtig, richtig guten Stuff. Aber hier kann ich auch keine Fabrics kaufen. Das ist ja richtig traurig. Oh, kaufe ich das jetzt alles? Just got in some fall fashions. Make sure you throw that in the wash. Ich bin so ein Fashion-Victim. Aber dann gucke ich mal, was ich hier verkaufen kann. Ach, guck mal, theoretisch könnte ich auch alte Artefakte verkaufen. Die Sachen brauche ich. So. Hier diese ganzen Food- und Biohazard-Dinger nämlich. Also richtig viel hat es jetzt nicht gebracht. Oh, jetzt habe ich nochmal 102. Oh, lalalala. Das wollte ich gar nicht. Die Eislaufbilder, ja. Das hatte ich ja am Ende vom ersten Teil. Das war das Letzte, was ich beim ersten Teil gemacht habe, mir eine Plastic Surgery zu holen. Mit dem Gesicht von David Hasselhoff. Das war sehr lustig. Warum guckst du so böse? So, aber hier habe ich, glaube ich, alles. Profit, genau. Ja, meine Idee war jetzt, dass wir jetzt auch genug Geld hätten. Naja, wie viel Geld habe ich jetzt? Lass mir noch meine neuen Costumes angucken. Eieieiei. Neue Hände haben wir auch. Naja, so richtig geil ist es auch alles nicht. $75. Wenn ich jetzt $30... Moin, Munken. Einen schönen Montag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Dann habe ich noch $45, wenn ich jetzt diesen blöden Vertrag da kaufe. Ich glaube, das mache ich mal. Wir kriegen ja wahrscheinlich eh gleich gleich noch ein paar Sachen von der Polizei geschenkt.
Dann kaufe ich mir jetzt diesen neuen Vertrag. Dann nerven die mich hier offensichtlich auch nicht. Look at you with all that storage on your device. So. Einfach so traurig gucken, weil er mich abgezogen hat. Oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt nicht die ganze Zeit Werbung. Nice! Guck mal, haben wir direkt hier unten ein neues Level erreicht. Dann müssen wir auch, glaube ich, nochmal... Aber vielleicht machen wir das Ganze am Ende vom Stream, dass wir dann nochmal nach Hause gehen und unseren Loot angucken. Den wir nach Hause geschickt bekommen haben. So, Level 6 Influencer sind wir jetzt schon dran. Sehr gut. Progress! Super blödi. Selber super blödi. So, was gibt's hier Neues morgen? Updated the menu, kid. You either innovate or get left behind in the taco business. Welcome to Freeman's Tacos. We optimize your team's intake of precious high fructose corn serum with this combat graded confection engine. Plus 12 bonus ally, critical strike damage. Der hier ist wesentlich schlechter, den muss ich nicht kaufen. Ja. Adios, kid. It's okay. Haben wir schon mit Morgan Freeman ein Bild? Frage ich mich gerade. Bitte schreien, wenn ihr Morgan Freeman entdeckt. Nee, noch nicht, ne? Warum nicht morgen? Nothing left to do now but document this moment in human history with a selfie. Yes. Da müssen wir natürlich lächeln, oder? Yay! Und Selfie mit Morgan Freeman. Okay, let's never do that again. Let's never do this again. Girly Sanchez mit Mustache. Nice. Sieht man den, wenn ich den anziehe? Wo ist er denn? Hier unten. Perfekt. Okay, jetzt wollten wir einmal zur Schule fast traveln. I'm the fastest kid in town. Fastest kid in town. Dann machen wir dann den Locker auf und Token. Und dann geht's nochmal zur Polizei. There you go. Thank you. Oh, da steht schon wieder so ein Sixth Grader. Nice. Temporary's Helmet Receipt und sein Cloth. Aber nur einen Cloth dafür bekommen. Das ist natürlich richtig sad. Wir brauchen richtig viel Cloth eigentlich. Bestimmt 30 Stück. Locker den Locker aufmachen, genau. Das haben wir ganz locker gemacht. Dann holen wir jetzt unseren Reward ab bei der Polizei. Doch, da war ich schon drin, oder? An der City Hall. Uns fehlt nur noch eins von diesen Bildern, oder? Ich gerade noch mal gucken. Ja. Ah, da weiß ich jetzt noch nicht genau, wo.
Ja, Ui, habe ich jetzt leider keinen Zwischenstand, bei wie viel wir sind. Das müsste ich wahrscheinlich im anderen Menü gucken. Und wie viele Katzen wir brauchen, weiß ich auch nicht. Hatten wir schon mal mit dem gesprochen? Ich weiß noch, ich wollte das einmal machen. Wo sehe ich denn das? Hier habe ich die Nichte, ja, Uis. Denk, 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 denk. Character Sheet. So, hier müsste ich doch ein Yaoi-Dings haben. Collect 15 Yaoi Art Pieces. 9 von 15. Aber das hieß hier, dass ich 10 noch nicht abgeschlossen hatte. Und das hatte ich abgeschlossen. Heißt das dann, ist das 10 plus 10? Also fehlt jetzt nur noch 1 für die nächste Stufe? Oh, mach halt auf, Junge. Kryptonite Crab People. Ja, das haben wir am Anfang ausgewählt. Ich dachte, das passt ganz gut. Good work on clearing that kingpin, little crime stopper. I wish I had 100 more like you on the force. You got gumption, crime stopper. Huddle up, it's selfie time. Juhu! Aha, now I can monitor you on the internet. Oh. Mistake, superhero. Scheiße. War da 70? Hatte, stand da 70? Nee, 64. 54. oder er hat sogar noch mal mehr Knockback-Combo-Punkte. Ja, mach ich mal rein. Kann nicht schaden. So. Was ist das für ein Harry Potter Fangirl? Jetzt. Muss ich mal gucken. Wir haben gerade. Achso, wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich nochmal eine Durchsage von Eric, was wir machen müssen. In der Zeit kann ich ja noch mal ganz kurz bei Big L vorbeischauen. Vielleicht können wir wirklich mit ihm sprechen. Ja, da muss ich allerdings noch mal. Ah, das war schon. Okay, da geht's dann weiter. It's me, Mario. It's me, Butlord. Oder sagst du es wegen meinem schönen Schnurrbart, Munken? Der passt auch zu Mario. So. Oh, das sind aber viel gefast-traveled. Aber jetzt haben wir auch schon so viel erschlossen von der Karte. Einmal zu Big L, bitte. See you, new kid. Sehr gut, das ist natürlich auch gestattet. Kann ich das hier nicht einfach kaputt Dinge sind? Nee, da fehlt mir noch jemand. Oh. Nee, nee. Jetzt nicht. I'm still missing some of my little kitties. Have you seen any more of them? They move fast, but I'm sure a little hero like you can figure out a way to catch them. Oh, jetzt sind die ganzen Katzen weg. Entschuldigung. Ich wollte ein Foto machen. Okay. Oh, Jesus. Where, oh, where could those pussies have gone? Hey, cutie bitte? Patootie, how about a selfie? Wie er grinst. Dankeschön, Hannes. Ja, bester Schnurrbart. Oh, jetzt hat er die Augen zu, Kaki. Ooh,
Jesus Christ, thank you. Die haben ja auch ein Yaoi. Muss haben. Wie geht's dir denn, Hannes? Alles gut? Ha, jetzt haben wir nämlich 20. Siehst du, habe ich doch richtig gerechnet. Gut. Dann können wir gleich ganz viele Sachen abgeben. Alles Jutebeutel. Oh, was für ein schönes Hochzeitsfoto. Oh, ich befürchte, ich muss ja auf die Toilette gehen. Dang it. Ich habe den Chipsel reingemacht. So, los geht's. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir haben lange keine neue Toilette mehr gefunden. Oh. Achso, right, ja. Nicht links. Wiggle. Nice. Und nochmal wiggeln. Oh Gott. Mein Finger. Das war ganz gut. Alles gut soweit. Haben gerade die ersten drei Andor-Folgen angeschaut. Oh, und? Wir haben noch nichts geguckt davon. Wie gefällt es euch bisher? Oh, die haben sogar Kissen mit aufgestickten Namensabkürzungen. Initialien, sagt man auch dazu. Oh Gott, die Sachen, die ich hier einsammle. Ich hoffe, ihr habt es nicht gelesen. Lalalala. You can pet the cat. That hero will find all your kitty cats, honey. Don't dawdle, sweetie. Find those kitties. Ja, sehr gut. Wie sollen sie Andors sein? Andors als sonst. So, Oh, wo habe ich die denn gefunden? Habe ich gar nicht mitbekommen. Square Glass, das haben wir jetzt auch. Da kann ich leider noch nicht durch. Wir müssen noch zur Truhe. Gut, dann würde ich sagen, einmal zu Craigs Haus. Dann gehen wir zu Cartman. Dann holen wir unsere Sachen ab und ich glaube, dann machen wir auch langsam Schluss. Oh, bei Baby gibt es auch noch neue Sachen. Ja, bin da. Willst du, dass ich mit dem Bus fahre, Andi? Ich überlege gerade, wie ich da schnell hinkomme, aber irgendwie ist es nicht. Geht's nicht so schnell. Wie ist die Anbindung so schlecht? Ich gehe nochmal zurück hier zu dem. Nö, jetzt nicht. Geh nochmal hier zum Fast Travel. Mit Thomas Andors. ja, komm, dann gehen wir einmal hin und laufen einmal nach rechts. Die Straße entlang. Ziemlich underwhelming. See you, new kid. Nee, ein Mann-Command habe ich doch nicht, Andi. Hab Bock weiterzuschauen, bin aber froh, dass es zwei Staffeln geben soll und damit auch abgeschlossen. Wenig Star Wars-Bezug, was ich aber ehrlich gesagt nach dem ganzen Obi-Wan, wir feiern alles Nostalgische ab, auch ganz gut ist. Okay, Ah, dieses Obi-Wan-Dings haben wir auch noch nicht geguckt, obwohl Ewan McGregor damit spielt. Es wäre doch für meinen Schatzi perfekt, mich zu überzeugen, das zu gucken. Warte. Bin ich gerade bei Baby vorbeigelaufen, ne? Ich wollte doch auch kurz bei Baby reinhüpfen. Neue Klamotten. Hä? Ach so, das war eben Babys Mutter, genau.
Oh, da ist wieder das Äffchenkissen. Hatte ich eben verwechselt. Tester Burger ist natürlich Wendy und Stevens ist dann Baby, genau. Wo wart ihr beiden denn? Ich hoffe, es gibt ein Cameo vom Undertaker. Nice. Curly Poof. Fierce Bob. Wavy Part. Woody Goat. Chin Pubes. The Strap. Thin Goat. Librarian Glasses. Feathered Lashes. Thin Eyeliner. Witch Circle Receipt. Ist das noch nicht? Achso, die ist neu, ne? Wir hatten bisher nur die Klamotten. Die nehmen wir auch. Thin Eyeliner kann nicht schaden. Take all my money! Ah, sehr gut. Ah, cool. Ich muss da eins herstellen von denen. Verstehe. Bisher hatten wir es ja noch nicht geschafft, mit ihr ein Foto zu machen. Was mit dir, Wendy? Hatten wir auch schon eins? Ich bin gerade unsicher. Ja, wir hatten schon eins. Na, dann nicht. Dann nicht. So leicht bin ich nicht zu haben für Selfies. Habe ich noch einen runderen Mund? Nee. Okay. Hey, it's that kid from Channel 4 News. Weiter geht's. Beziehungsweise einmal kurz hier die Sachen abhaken, damit wir hier nicht die Nachrichten immer haben. Oh, da war noch eins im Crafting-Menü. Ah ja, genau, der Hut. Aber auch da wieder zu wenig Stoff. Dang it. Jetzt muss ich gerade nur kurz noch mal gucken, wo... ach, das hier ist Gregs Haus. Alles klar, dann muss ich hier direkt rein. Einmal Bilder abgeben. Have you spoken to Craig recently? I think he could use a friend right now. Ach so. Muss ich das nicht abgeben? Find 30 Yaoi in South Park. Ach so, okay, das zählt einfach hoch. Ah, dann habe ich das wahrscheinlich die Belohnung auch wieder in meine Truhe bekommen, oder? Hallo Mel. Na. Wie geht's, wie steht's? Geht's dir auch gut? So. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Kuhn und suchen uns neue Aufgaben. Wie man das Haus immer erkennt, wenn man zu viel South Park geguckt hat. Ja, noch ein bisschen verschnupft, aber zumindest besser als gestern. Gestern habe ich mich so krank gefühlt. Wieso hat er denn den Code geändert? Passcode get scrambles fast. Get. Scramble fast. Was? Hat er einfach geändert? Super Craig Movie before the Human Kite Netflix Series, guys. That doesn't make any sense. Well, what about introducing Super Craig in the second Coon and Friends movie? That'd be pretty DC Comics of us. I wouldn't recommend it. Ah, Butt Lord, please have a seat. Sorry, guys. Can I have a moment with Butt Lord, please? Sure thing. Come on, fast pass. Right behind you, Mosquito. Okay, was gibt's denn, Chef? Butt Lord, I just wanted to let you know that we've decided to let you have your own Netflix series right after the Fast Pass Fox miniseries and the third Coon and Friends United movie. Congratulations. Nice. Okay, well, get out there and finish your goals. Just wanted to tell you the exciting news. Thank you. What do you want, new kid?
I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Oh, no. No, 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 no. You are not going to have three classes. New kid? New kid, no, do not give me those sad puppy eyes. Nobody gets to be three classes. You think that just because you had to live through your dad fucking your mom, you should get all the sympathy in the world, don't you? I'm sorry. I didn't mean to bring that up. All right, fine. If you were going to add another class, what would it be? Whoop, whoop. Dritte Klasse erreicht. Wir sind jetzt Drittklässler. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Was haben wir denn hier noch schönes Neues? The assassins specialize in attacks that result in ethereal spray. Then melting into shadows when it's clean up time. Da haben wir noch mal ein bisschen stärker Angriffe zumindest. Also, achso. So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Psychic. Assassin. Gadgeteer. Die zwei rechts müssten eigentlich neu sein. Ich könnte theoretisch auch welche von den alten Klassen nehmen. Assassin. Perfekt als Arschlot. the Gadgeteer. Impresses friends and thwarts enemies with a shockingly explosive toy collection. Courtesy of the Sky Mall Katalog. Das sind natürlich auch super viele Brain-Attacken. Das wäre natürlich auch ganz smart für meine momentane Brain Plus, was ich habe mit meiner DNA. Assassin. This is kind of a big moment in your superhero life. I don't know, I guess I was just expecting a little. Ich mache einfach mal eine Paul. Ich glaube, ich würde aber auch nur eine von den letzten zwei Gruppen nehmen. So, Assassin und einmal Gadget. Oh Gott, wie schreibt man das? Gadgeteer. Für eine Big Brain Moves, genau. Die mache ich bisher immer. So, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht. Nee, das hat irgendwie nicht funktioniert. Achso, da fehlt noch die Frage, ne? Ja, ja. Oh. Dankeschön. Jetzt ist es mir gerade selber aufgefallen. Welche Klasse? Also, welche Klasse soll ich nehmen? Den Assassin. Ich zeig noch mal kurz. Er hat quasi so eine Sturzattacke scheinbar, so ein bisschen Schlitzer, Messerwurf, ist wahrscheinlich eine Fernkampfattacke und Granaten, sieht auch ganz gut aus. Specialized in attacks that result in ethereal spray, also wahrscheinlich viel mit AOE-Schaden. Then melting into the shadows when it's clean up time. Und dann wieder Rückzug, also ist nicht so aggressiv. Genau, eins für Assassin, zwei für Gadgeteer. Gadgeteer impresses friends and thwarts enemies with a shockingly explosive toy collection, courtesy of a Sky Mall Katalog. Das scheint irgendwie so ein Drohnenbombenangriff zu sein, eine Art Vogelscheuche, die auch Bomben wirft. Eine Bombe, die kann ich wahrscheinlich irgendwo auslegen und so ein Mind-Telepathie-Krams. Wir sind bisher schon Blaster und Mentalist. Das heißt, wir machen viel mit Feuer und Eis bisher. Und jetzt könnten wir das quasi ergänzen, um noch ein paar Schwertattacken oder eben noch ein paar Bombenattacken. Jetzt steht es 2-2. Ich gucke mir in der Zeit nochmal die anderen Sachen an, während ihr noch abstimmt. Speedster. This is kind of a big moment in your superhero life. I don't know, I guess I was just expecting a little more enthusiasm. Brutalist. Ja, das ist alles mit Hauen. Das passt aber, glaube ich, eher nicht so zu uns. Chat trollt wieder. Psychic. Telepathie-Sachen. Assassin. Gadgeteer. Sonst muss ich auswählen. Aber dann hätte ich keine Umfrage machen müssen. Hat noch jemand eine Meinung dazu, welche Klasse ich als nächstes nehmen soll? Dann bitte jetzt eins für die Assassins-Klasse in den Chat oder zwei für den Gadgeteer.
Und das hat den Gadgeteer, glaube ich, noch nie gesehen. Fine, be an asshole. Maybe that'll be your superhero class, with the special powers of wasting my time and pissing me off. Ah, jetzt hast du Mel zumindest dazu gebracht, noch zwei zu wählen. How to waste time online fast. SS-In war sehr überzeugend. Ja, fand ich auch. Gadgeteer. Alles klar, jetzt haben wir 3-2 für den Gadgeteer. Ist noch jemand am Abstimmen interessiert? Sonst wird es der Edgeteer. Edgeteer von dem Gadgeteer. Unfair, die sind zu zweit. Ja, das stimmt. Ja, man kann auch umwählen, wenn man das Edgeteer. Ich wäre jetzt auch eher für Assassin gewesen, allerdings. Aber der Chat hat gewählt. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat Wunken wieder geswitcht. Und der Chat trollt nicht, ne? Ja. Wunken, ist das deine finale Wahl? Ich muss meinen eigenen Witz verteidigen. Ah, okay, verstehe. Demokratie funktioniert nicht. Ja, tut mir leid, Hannes und Mel. Ich muss sagen, ich war jetzt tendenziell auch eher beim Assassin. Da müsst ihr euch leider noch ein anderes House Park Let's Play angucken. Guck mal, hat der Eric auch gemacht, den Gag. Oh Gott, unser Kostüm mit dem Schnorris. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch so einen Vierer-Angriff. Interessant, da müssen wir auf jeden Fall gleich die Attacken nochmal zuweisen. Okay, but if you're gonna be triple class, then we have to change your backstory. It is pretty dumb. Let's go back in time again. Back to when you were just a child. Ich glaube, ich weiß schon wieder, worauf es hinausläuft. But it was because you saw strange light in the sky. You walked to the mirror. Ja, danke, Andi. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf das Klavier gehauen. And in the mirror you saw a kid who maybe wasn't from this world. And that's when you heard it. Strange alien sounds from the hallway. Ja, die Uhr ist wirklich richtig knuffig. You walked out and saw two intruders and an alien in your house. Okay. Stop them, so you called upon your new powers. As an assassin hero, you sharpened your blades and prepared to do what you do best. Kill. Wasting no time, you drew first blood with a quick cut attack on the nearest foe. Mhm. Auch mit Bleeding. Sehr gut. Bloodied, your target called for his companions to aid him. Hey, that kid has a knife. Oh shit, seriously? Even as he lost blood, the intruder swung his crowbar wildly at your face. You needed to get out of the fray and back into the shadows. So, swap with a foe and bomb them, then go invisible für 2 Runden. Oh, nice. Whoa! Hey, where'd that little shit go? Bewildered. The villain searched for any trace of your whereabouts. I got a bad feeling about this. You stealthily crept into position to execute your next move. Ooh. Your spin slash sent a fury of piercing knives in all directions. This is for my fellow home invader. Wie die den einen Tag, genau. Mortally wounded. Standing foe charged at you and let loose a blood-fueled onslaught.
Jetzt kann ich nur leider nicht mehr zurück da an meinen Raum, sonst würde ich jetzt noch den Gag machen, dass ich ihren Clip nachspiele. Oh, und danach werde ich auch invisible, okay. Was jetzt mit dem Alien? The alien took you by the hand and led you into a dark room. And that's when you saw that your dad had just fucked your mom. Whoa, boy, that is pretty tragic, new kid. I'm so sorry. Were the aliens helping you by showing you who fucked your mom, or were they trying to make you full of rage? You might never know. All right, get back out there, Buttlord. You still have a lot of things to do. Gut. Nice. Dann gucken wir jetzt mal, was wir hier auswählen. Ich überlege gerade, ob ich den Plasma-Beam austausche, wobei dieser Feuerschlag macht auch leider nicht so viel Angriff einfach, ne? Okay, der macht noch weniger Angriff. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich das mit dem Shadow Swap mache. So, Backfire Blast macht 210 macht der. What the heck? Ja, dann nehme ich hier auf jeden Fall die Ulti von. Mit Bleeding und Invisible. Ja, krass. Ja, ich überlege gerade, ob ich hier den Schwächsten dann austausche durch diesen langgezogenen. Aber die Frage ist halt, ob das dann wirklich was bringt, weil eigentlich müsste ich das hier austauschen, weil das gleiche Angriffspattern hat. Ich glaube, ich lasse erstmal so mit der Ulti. Können wir ja nächstes Mal sonst nur noch austauschen. Alright. New kid, this is Fast Pass. Get to the playground. One of the Freedom Pals is calling us out. Okay, da geht's dann weiter mit der offiziellen Quest. Kommen wir dann hier quasi durch. Jetzt hatten wir nur Katzen und Sammelsachen. Dann nochmal kurz ab nach Hause. Wieso sehe ich auf der kleinen Karte mein Haus nicht? So, eins weiter noch, genau. Holen noch kurz unseren Loot. Und dann würde ich mich mal. Oh, hey, buddy, quite a night, huh? Probably best if you don't get too attached to this. Würde ich mich mal zum Mittagessen verabschieden. Ich habe schon ein kleines Hüngerchen. So, Receding Pomp. Und Scarlet Bun. Alles klar. Mal ein paar neue Haare bekommen. Ja, sehen wir jetzt eh nicht unter unserer Mütze. Hallo, Krabbel. Krabbel, unser Goldfisch. Muss ich immer einmal machen pro Stream. Alright, dann wird das einmal gespeichert. So. Dann aus mit dem Bubens. Aber haben wir ja ganz gut Fortschritt gemacht, fand ich. Ich hatte jetzt auch mal wieder Bock, ein bisschen zu zocken.
Bin ja auch mal gespannt, wie viel da noch kommt. Wir haben jetzt gut 15 Stunden voll, glaube ich. Vielleicht jetzt so ein bisschen mehr nach dem Stream. Ich habe noch nicht geguckt, wie lang das Spiel dauern soll. Ich mache das ja auch eigentlich immer ungerne bei Spielen, die ich dann auf jeden Fall noch weiterspielen will. Damit ich mich sozusagen nicht spoiler, dass es jetzt irgendwie in 2 Stunden vorbei ist. Aber solange ihr noch Bock habt, da zuzugucken. Ich sehe es bei dir leider auch nicht. Du hast es zumindest nicht in deiner Steam-Liste, Munken. Da sehe ich zumindest nicht, wie lange du dafür gebräuchtet hättest. ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo schicke ich euch denn rüber? Sind ein paar Leute online? Ich kann ja mal ein paar Shoutouts machen. Ich glaube, wir gehen dann auch zum Vic rüber. Ich denke, vielleicht werde ich heute Abend auch nochmal reinschauen, weil es da dann Vollgeist und Words on Stream gibt. Vielleicht kann man da ein bisschen mitspielen. Ansonsten ist gerade noch online der Zuckerberg, der spielt sonst immer Super Mario Hacks und Kaizo-Spiele. Falls ihr da Lust drauf habt. Spielt auch oft tagsüber, falls ihr nebenbei bei der Arbeit mal was zugucken müsst. Und jetzt spielt er gerade Grounded. Dieses Spiel, wo man ganz klein ist und im Garten rumlaufen muss. Da können Sie hier schauen. Easy. Zweimal nach rechts. Zack. Warte, ich hab's gecheased aus Versehen. Ich hab's aus Versehen gecheased. Sowas spielt er dann. Und er lacht sehr viel. Käse. Yes, Alter, let's go! Ansonsten. Wir saufen, bis wir umfallen. Mhm. Wir saufen, bis wir umfallen. Danke, Munken. Viel zu wenig getrunken, diesen Stream. Ansonsten könnt ihr noch gerne beim Kistenbasti vorbeigucken. Der spielt gerade Eastward. Das Hartholz in deinem Rucksack oder freust du dich, mich zu sehen? Oh, wo hat Basti denn seinen Schwanz, ey, Valentina? That escalated quickly! Ich hab nichts getan! Meine Frau alleine mit Basti auf dem Hof zu lassen. Ein bisschen leise, ja. Ich, muss ich auch mal nachgucken. Ich glaube, ich hatte das wegen dem Among Us-Stream mit dem Discord hatte ich die Sound-Commands auch etwas leiser gemacht. Muss ich nochmal bearbeiten. So, und wenn ihr ein bisschen Powerwash Simulator sehen wollt, dann war leise, aber trotzdem verstörend. Sehr gut, so muss das sein. Dann könnt ihr noch beim Lami vorbeigucken. Der spielt gerade Powerwash. Mann! Ich guck mal gerade, hat da jemand geschrieben? Hat da jemand geschrieben? Huch, warum ist das hier? Okay, nee, Moment, das ist falsch. Nein, hat keiner geschrieben. Weil hier wird kein Chat angezeigt. Oh, ja, jetzt ist es eindeutig für den Stream, weil es eigentlich schon noch mehr Schaltkreise sind. Ja, natürlich. Crazy Nike, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen. Er hat ja da geschrieben. Schön, ja, dass du auch da bist. Bunny habe ich eben auch schon gesehen. Hashtag Clippflege. Aber das ist der liebe Lami. Da könnt ihr Power Simulator gucken. Und wir gehen jetzt zum Vic. Der macht jetzt einen 12-Stunden-Jubiläumsstream mit ganz vielen interessanten Sachen und Themen. Und ja. Da könnt ihr dann gerne meine Raid-Message einmal reinhauen.
Ich habe auch schon überlegt, ob wir noch eine zweite Raid-Message uns überlegen. Mit einem anderen Wortspiel, wo ich dann immer ein bisschen wechseln kann. Weil ich bin jetzt gerade, es hat sich langsam ein bisschen ausgelutscht mit dem, du bist verhaftet. Das hat jetzt irgendwie schon jeder gelesen. Ja, muss ich mir mal was Neues einfallen lassen. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, den nächsten Stream gibt es dann Donnerstag von Krabi zum Steam Next Festival. Zum Steam Next Festival. Aftbefehl. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber es ist auch schon wieder mit Verhaften, ne? Mit Feier, Link, Schwein. So. So nämlich. Ja, und wahrscheinlich mein nächster regulärer Stream dann wieder in der Woche. Weil ich habe zwar jetzt Urlaub, aber ich bin auch viel unterwegs. Dieser Raid kam aus dem Affekt. Hm. Naja, wir arbeiten mal noch ein bisschen da dran. Ich linke niemanden. Achso, wegen Feierlink. Oh, der hat ein bisschen gedauert. Guti, macht's gut. Bis bald. Tschüss.